sondern es ist aber auch ganz deutlich in dieser E-Mail erkennbar, dass an einer Lösung gearbeitet wird. Und diese Lösung, die dort in Aussicht gestellt ist, ist, und ich habe noch einigen jetzt im Nachgang auch gesprochen, ob das man vielleicht falsch verstanden hätte. Nein, man ist auch im LGL davon ausgegangen, dass diese Lösung sich realisieren lassen kann. Und deswegen ist es auch, weil dann wäre es ja möglich gewesen. Dann wäre die Problematik ja gelöst gewesen. Dann wären diejenigen ja schon informiert gewesen. Und dann wäre es eben nicht notwendig geworden, dass wir hier Mitarbeiter des LGLs zur Nachtschicht einladen und, und. Aber mir war es wichtig, jetzt Ihnen direkt zu antworten, weil dieser unterschwellige Ton, der dabei ist. Die Behörden bemühen sich, der tödlichen Ausbreitung Herr zu werden. Eine Welle der Zerstörung durch das unterirdische Netz. Aufgeheizt durch die Medien können sich Angst und Panik schnell verbreiten, erschüttern und spalten das Land, bis endlich das wahre Ziel in Sichtweite kommt. Stellen Sie sich ein Virus vor, das furchtbarste Virus, das es gibt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie und nur Sie hätten das Heilmittel dagegen. Wenn Ihr übergeordnetes Ziel Macht ist, wie lässt sich so eine Waffe am besten einsetzen? Krieg, Terror, Krankheit. Myriaden von Problemen haben sich dazu verschworen, eure Vernunft zu manipulieren und euch eures Verstandes zu berauben. Angst gewann die Oberhand. Krise hätte niemand den Wahlausgang in dem Jahr vorhergesagt. Niemand. Und dann, nicht lange nach der Wahl, siehe da, ein Wunder. Einige glaubten an das Wirken Gottes selbst, aber es handelte sich um einen Pharmakonzern, den gewisse Parteimitglieder kontrollierten und der sie alle steinreich machte. Ein Jahr später kommen zahlreiche Extremisten vor Gericht. Sie wurden für schuldig befunden und hingerichtet, während eine Gedenkstätte zu Ehren ihrer Opfer errichtet wird. Aber das Endergebnis, die Genialität des Plans, war die Angst. Angst wurde das ultimative Werkzeug dieser Regierung. Und das Virus schläft nicht. Das Virus ist da. Ist es aber trotzdem leider zu erheblichen Wartezeiten und auch Pannen bei der Ermittlung der Testergebnisse gekommen. Aber wir hatten gehofft, dass wir am Dienstagabend erfahren, das Problem ist gelöst. Und wir hatten gehofft, dass am Dienstagabend die Dinge entsprechend verschickt werden können. Mir ist wichtig, hier nochmal klarzulegen, dass mir am Mittwoch früh bekannt wurde, dass diese Lösung nicht funktioniert, dass ich am Mittwoch die Anzahl derjenigen, die nicht informiert wurden und positiv Getesteten erfahren habe. Hätte es das Angebot nicht gegeben, hätten wir keinen Fehler machen können, dann wäre alles Balletti. Ja, es sind Fehler passiert. Dann frage ich mich, die Sommerferien kamen jetzt ja doch hoffentlich nicht überraschend. Und die Tatsache, dass Menschen in den Sommerferien reisen wollen, auch nicht. Daher stellt sich schon die Frage, wie das zu vereinbaren ist mit dem Konzept, was Sie auch gerade gesagt haben, des Schnellhandelns. Die Frage ist, warum ist das denn nicht schon Wochen und Monate vorher vorbereitet worden? Denn diese Reisetätigkeit war ja nun zu den Sommerferien durchaus auch zu erwarten. Sie haben berichtet von dieser Nachtschicht, die eingelegt wurde, um eben diese offenen Fälle schnell aufzuarbeiten. Jetzt fragt man sich natürlich, warum Sie diese Nachtschicht nicht gleich am Montag eingelegt haben, als Ihnen ja offenbar die Fehler und Versäumnisse und die Tatsache, dass mehrere hundert Personen, die positiv getestet wurden, nicht informiert werden konnten, warum man das nicht gleich gemacht hat. Wir wissen ja aus den inzwischen veröffentlichten Inhalten dieser E-Mail des Privatdienstleisters Eurofin, dass es um über 20.000 offene Proben ging, deren Erfassung selbst mit massivstem Ressourceneinsatz noch mindestens eine Woche dauern werde. So stand es am Montag offenbar, wie veröffentlicht wurde in dieser E-Mail. Mindestens eine Woche. Plus dann noch 23.000 zusätzliche, extrem schlecht lesbare Formulare. Und der Mann hat auch geschrieben, dass er allein dafür schon 200 Manntage bräuchte, um das eben aufarbeiten zu können. Jetzt kann ich mir aber nicht vorstellen, wenn der schon sagt, das ist so schwierig, wir brauchen derartig viel Zeit und derartig viele Leute. Wie konnten Sie dann erwarten, dass ich innerhalb von 2 Tagen das Problem auflösen werde? Nur durch die Software. Das möchte ich eben gerne wissen.
welche Schlussfolgerungen Sie daraus gezogen haben. Warum haben Sie nicht gleich einfach auch prophylaktisch einen öffentlichen Aufruf gestartet, dass sich besser alle nochmal testen lassen sollen, bevor Sie eben sorglos möglicherweise an größeren Veranstaltungen teilnehmen oder halt in Ihrer Familie unterwegs sind und möglicherweise Leute auch anstecken können? Ein zweiter Test ist ja sowieso nötig. Da komme ich auch drauf. Genau an dem Montag, als Sie die Nachricht bekommen haben, dass es eben diese Schwierigkeiten gibt. Genau an dem Tag hat der Ministerpräsident die Doppelstrategie verkündet, dass in Bayern also verpflichtend ein zweiter Test für alle Reiserückkehrer gemacht werden sollen. Wie passt denn das zusammen? Sie waren ja da dabei, haben Sie ihn dahingehend beraten, gesagt, Moment einmal, wir haben noch ein paar Schwierigkeiten. Das ist einfach, das kontrastiert sehr stark, diese Meldung. Es klappt noch nicht, es funktioniert noch nicht und gleichzeitig sagen, jetzt machen wir gleich einen zweiten Test, verpflichtend. Dazu möchte ich gerne noch ein bisschen etwas wissen. Wir haben auch gesagt, wir wollen immer vor der Lage bleiben und vor der Lage handeln. Also der Beginn der Sommerferien kann dann eigentlich keine Überraschung gewesen sein. Mir ist ganz wichtig, dass jetzt vor allem auch das Ende der Sommerferien keine Überraschung ist. Wir haben ja auch schon verschiedentlich vom Ministerpräsidenten gehört, dass prioritär getestet werden soll, zum Beispiel die Lehrkräfte, sämtliche Lehrkräfte, die Erzieherinnen, Erzieher in den Kitas, natürlich Bewohner und Patienten sowie medizinisches Personal in den Kliniken und in den Heimen, in den Alten- und Pflegeheimen, Heimen, stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Also in welcher Reihenfolge passiert denn jetzt diese Priorisierung? Die Schulferien sind bald zu Ende. In der bisherigen Bekanntmachung der Staatsregierung heißt es, dass alle Lehrkräfte innerhalb von 4 Wochen nach Schulstart getestet werden sollen. Erstens, ist das vorbereitet? Klappt das? Ist das organisiert? Und zweitens, was wollen wir mit einem Test 4 Wochen nach Schulstart, wenn wir vor der Lage bleiben wollen? Das wären meine